Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und heute heißt unser Thema, ich mache etwas Außergewöhnliches. Folglich möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die in der Tat etwas Außergewöhnliches machen, die vielleicht ein sehr außergewöhnliches Hobby haben, die einen sehr außergewöhnlichen Beruf haben oder die ja ungewöhnliche, sehr ungewöhnliche Sexvorlieben pflegen oder ganz einfach auch mit Leuten, die ungewöhnliche Ticks und Marotten haben. Das ist unser Thema. Ich mache etwas Außergewöhnliches. Wer von euch macht etwas so Außergewöhnliches, in welcher Beziehung, in welchem Bereich auch immer, und möchte gerne mit mir darüber sprechen? Ich freue mich über eure Anrufe, Telefon 0800 220 5050 oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail mit reinschreiben. Meine ersten Anrufer sind gleich zwei. Nämlich Sue und Ralf, beide, also Sue ist 32 und Ralf ist 37. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, ihr beiden. Hallo. Kann ich gleichzeitig mit beiden sprechen oder musst du den Hörer hin und her halten? Ich muss den Hörer hin und her halten. Aha, also rede ich erstmal mit Sue. Ja, das wäre toll. Das ist schön. Liebe Sue, ich mache etwas Außergewöhnliches. Ja. Was ist es denn? Ich bin Fetischmodell. Du bist Fetischmodell? Ja. Erzähl, was ist das? Ja, also ich mache Fotos in außergewöhnlwöhnlicher Kleidung, sagen wir es mal so. Ich lasse mich in Latex fotografieren, Korsetts, das sind so meine Favorites, ne? Ja. Und dann gibt es natürlich noch Nylon, Heels, es gibt ja ganz, ganz viele Fetische. Ich glaube, das ist ein Riesenmarkt, ne? Diese Fetisch. Ne? Diese. Nicht? Ich würde sagen nein. Nein. Achso, ich dachte. Das ist schon auf jeden Fall eine Randgruppe, doch. Ja, du bist Model für so Kataloge oder für so Erotikwarenhäuser oder für was? Also unter anderem, es gibt natürlich eben diese Erotikwarenhäuser, dann gibt es Online-Shops, dann gibt es natürlich diese ganzen Pay-Seiten, nennt man so. Ja. Da wird eben ein bestimmter Fetisch bedient, sagen wir es mal so. Dafür werde ich recht viel gebucht. Und natürlich für meine eigene Seite, ne? Das ist auch so eine Pay-Seite. Ah ja. Und, lebst du davon? Ist das dein Hauptjob? Mein Hauptjob ist eigentlich Moderatorin. Hallo Frau Kollegin. Guten Tag. Wo bist du Moderatorin? Beim ZDF? Nachrichten oder sowas vielleicht? Ich glaube, die wollen mich nicht. Ich glaube, dafür bin ich ein bisschen zu außergewöhnlich. Ja, wo moderierst du? Bei Love Night TV. Bei Love Night TV? Traumpartner TV. Achso, Traumpartner TV. Ja, da moderiere ich. Das ist so ganz fern bei mir eingespeichert, ganz hinten. Deswegen weiß ich das nicht so ganz genau. Ist auch ganz klein, aber sehr, sehr fein. Sehr klein, aber sehr fein. Ja. Der Ralf, der auch bei dir sitzt, ist das dein Freund, dein Mann? Das ist mein Freund. Dein Sklave oder... Nein, das ist nicht mein Sklave. Leider nein, will er irgendwie nicht so. Wieso hat der Ralf sich auch gemeldet? Hat er auch etwas Außergewöhnliches? Du, der Ralf ist komplett zutätowiert, sagen wir es mal so. Ach so. Tattoo-Shop und akzeptiert halt das, was ich mache, sehr, sehr, sehr nett. Ja, auf jeden Fall. Würde ich gleich mit ihm gerne auch noch ein bisschen im Einzelnen drüber sprechen, aber vielleicht nochmal zu dir. Wie bist du auf diese Tätigkeit gekommen? Sowas zu machen, was du gerade beschrieben hast. Also eigentlich war das ganz lustig. Einmal kam meine Freundin erstmal mit der Marquis, das ist so eine Zeitschrift, zu mir und das fand ich ganz, ganz großartig. Mhm. Und dann eben über diese Tätowierung und Piercings, ich bin ja da auch recht lange schon dabei und fand das immer, ist auch einer meiner Fetische, muss ich so sagen. Mhm. Und über eine Community kam ein Fotograf und der hat mich damals fotografiert und dadurch fing das Ganze an, so ins Rollen zu kommen. Achso, was hast du früher beruflich gemacht? Eigentlich komme ich aus der Gastronomie. Ja. Dann habe ich ziemlich lange bei Telekommunikation gearbeitet, in der Technik. Ach so. Und dann kam eben dieses, als Hobby habe ich dann eben dieses Fetischmodell ausgelebt und auch so gearbeitet. Und dann kam Love Night. Und seitdem mache ich das alles hauptberuflich. Lack, Leder, Nylon und so etwas, was du gerade gesagt hast, was du da als Model vorträgst. Ist das privat auch dein Fetisch? Also meine Fetische sind eigentlich eher Latex, ganz arg, und Korsetts. Ich stehe total auf Korsetts. Und High Heels finde ich auch ganz groß. Also Latex ist ein gummiähnliches Produkt, kann man das sagen. Ja. Dich macht es heiß, wenn du das sehr eng auf deiner Haut spürst. Ja. 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 Kann man so klar sagen. Dazu ein paar schicke, hohe Schuhe an,
Ne? Mhm. So übersetzen wir mal profan High Heels. Ja, genau. Und ja, so ein Korsett halt, ne? Genau, dazu. Und am besten auch aus Latex. Dann auch bin aus ich Latex. Glücklich. Hm? Aber da schwitzt man doch so drunter. Es ist doch so warm. Unglaublich, ja. Wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt hier in Latex sitzen, hier ist es sowieso schon sehr warm. Ich glaube, ich würde kollabieren. Wie hältst du das aus lange? Da ich ja ein Mädchen bin, muss ich gar nicht immer so viel drumherum anziehen. Das heißt, wenn ich dann einfach nur ein Korsett habe und einen schönen Latex-String dazu, bin ich ja auch schon glücklich. Ach so. Das gehört dann so quasi zum sexuellen Vorspiel, so in einer solchen Art angezogen zu sein? Sexuelles Vorspiel. Entkleidest du dich denn irgendwann, wenn du mit deinem Partner dann auch mal, wenn es mal richtig zur Sache geht, gänzlich? Also wir gehen auf jeden Fall sehr oft auf Fetischpartys. Ach so. Und danach hat man das ja quasi schon an. Ja. Zieht also jetzt wirklich so direkt fürs Vorspiel anziehen, weiß ich nicht. Dafür habe ich das, glaube ich, trage ich das einfach zu oft. Ja. Zieht man denn das für das Hauptspiel dann irgendwann mal aus? Oder also lässt man es an? Bitte? Ja, doch. Aber es gibt sicher Leute, die dann auch das so die hauptsächlichen Sachen anlassen und die gibt es. Die gibt's auch. Definitiv, ja. Es gibt auch Leute, die sich komplett eben in so einen Latex-Sack, Saunasack nennt man das, hüllen und das gefällt denen dann besonders. Ja. Also ganz so heftig ist das bei mir nicht. Aber ja, bei Ralf eigentlich auch nicht, weil der trägt das auch ganz gern. Ja, jetzt ist Ralf dran. Also du bist ein Model für Latex, fand ich sehr interessant. Finde auch, dass du eine ausgesprochen sympathische Stimme hast. Danke. Und kann mir das sehr gut vorstellen, dass du als Moderatorin eben auch tätig bist. Liebe Sue, dann verabschiede ich mich von dir und würde gerne den Ralf. Schnell. Ich gebe dir mal den Ralf. Okay, genau. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo Ralf. Hallo Jürgen. Du stehst also auf die Sachen, die Sue so anzieht und die sie präsentiert. Nicht wirklich, ich stehe auf Sue. Ach so. Ein bisschen ein, weil ich würde mich selber nicht als Fetischisten bezeichnen, das stimmt nicht. Ja, und wenn sie so rumläuft, macht dich das an oder macht sie dich nicht an? Tornst dich ab oder ist es dir egal? Nein, das musst du anders differenzieren. Guck mal, das eine ist ihr Job, das andere, wenn wir auf die Partys gehen, das gefällt uns natürlich beiden, aber wie du schon gerade nach dem Vorspiel gefragt hast, in unserem Schlafzimmer vor sich in Gummi zu wanden und dann sich anzutören, das gibt's nicht. Das wäre ein bisschen albern. Ganz normal. Ja. Naja, aber wenn ihr zu solchen Fetischpartys geht, ziehst du dich denn entsprechend auch an? Natürlich, ich mag das auch. Du musst immer sehen, dass Latex ist auch ein Körpergefühl. Mhm. Das heißt, ich bin ein kräftiges Kerlchen und Latex umschmeichelt den Körper auch ein bisschen, bringt die Formen so auch zur Geltung. Das ist ein gutes Gefühl, auch angesehen zu werden. Man ist schon ein bisschen Narzisst. Ja. Ist aber auch ein teurer Spaß, ne? Wenn man solche Sachen immer kaufen muss. Wahrscheinlich bekommt ihr das billiger, weil Sue da als Model arbeitet, aber an sich ist das sicher sehr teuer, oder? Du, Latex ist wirklich nicht günstig, das stimmt schon, da hast du recht. Aber es ist ja so, dass du ja nicht für jede Gelegenheit 12 Outfits im Schrank hast, ja. Das ist also ja Sue schon. Aber sie schon, bei mir als Mann ist es dann relativ einfach, sag ich mal. Ich habe vielleicht 6, 7 Outfits, die auch nicht billig waren, aber die trägst du auch jahrelang. Ja, die sind von der Pflege recht einfach zu handhaben. Was kostet denn so ein Outfit jetzt für dich? Für mich, also wir gehen mal von der Latexhose aus. Mhm. Ja, die ist geschnitten wie eine Jeanshose, aber aus fettem Gummi. Die liegen so zwischen 110 und 220 Euro. Ja, okay. Immer noch nicht so viel, weil eine Levi's Jeans kostet auch ähnlich viel. Ja, und was kommt denn dazu? Was ziehst du dann oben an? Nach Vorlage, also es gibt also verschiedene Outfit-Styles. Ne? Mhm. Von schwerem Latex, also ganz eingewandet, bis hin zu Klinik, das ist eben, wo mehr Körper zu sehen ist, oder in durchsichtigem Latex. Das variiert. Also insgesamt kommst du vielleicht auf 400, 500 Euro maximal. Ah ja. Was ist dein Lieblingsoberteil? Was ziehst du oben rum am liebsten an? Ralf. Bitte? Ralf, also nichts. Ach so, nichts. Ah ja. So, weil ich habe, wie Sue schon sagte, auch ich habe ein eigenes Tätowierstudio. Das heißt, ich bin also eigentlich schon wandelnde Körperkunst. Ich brauche da eigentlich kein Oberteil. Welche Stellen am Körper sind noch frei? Möchtest du das genau wissen? Ich bitte darum. Normalerweise würde ich jetzt sogar sagen, ich würde es dir nicht in den Mund nehmen, aber das tut man, glaube ich, live nicht, oder? Nein, das sagt man hier nicht. Ich bitte dich. Also ich verstehe schon. Es sind nicht mehr viele freie Stellen. Es ist nicht mehr viel frei. Es sind ein paar Stellen an den Oberschenkeln und am Popo auch noch ein paar. Die lasse ich mir noch auf, mal schauen. Aber Rücken, Oberkörper und Arme sind relativ komplett. Arme, Beine auch? Ja. Beine auch. Wie ist es im Gesicht? Nein, Gesicht ist noch frei, wird wahrscheinlich auch immer frei bleiben. Hals, Nacken, wenn man... Nacken komplett bis oben zum Kopf, aber die Kopfplatte oben nicht. Das mag ich einfach nicht, weil es nicht schön aussieht. Ja. Und der Hals ist auch bis zum Kehlkopf, sag ich mal, zu.
Was sind das für Motive, die du hast eintätowieren lassen oder selbst tätowiert hast? Nee, selbst tätowiert nicht. Das nicht? Das funktioniert so nicht. Das kann ich direkt verneinen. Aber der Rest ist ganz unterschiedlich. Es sind immer Lebensabschnitte. Mhm. Also sagen wir so ein Bodysuit, wie sich das nennt, ist eigentlich immer ein Zeichen deines Lebens. Das erzählt immer so die Parts, die du gerade erlebst, durchmachst. Ob es dir gut geht oder schlecht geht oder was du gerade erlebst. Mhm. Deswegen kann ich das nicht so pauschalisieren. Ich habe also Kalligrafien drauf, also Schriftzeichen, dann auch Motive, dann wieder auch nur Form oder Pünktchen oder so Shadings. Also wenn der Körper fast flächendeckend tätowiert ist, ist das definitiv nicht gesundheitsschädlich? Nein. Die Haut kann weiterhin normal atmen und passieren auch keine irgendwie Veränderungen in der Haut, dass man eher Hautkrebs gefährdet ist oder so. Ich weiß nicht, ich frage hier nur. Nein, das ist immer so dieses, dieses Bildzeitungswissen. Ja. Das heißt eben, dass Mann tätowiert, Kopf abgefallen, das ist Quatsch. Das ja. Es gibt mit Sicherheit die Möglichkeit auf allergische Reaktionen, weil wenn du Pigmente in die Haut bringst, sind es Fremdkörper, die wahrscheinlich auf irgendwas reagieren können, wo du auch sensibilisierst. Ja. Das passiert mit Sicherheit, aber es ist nicht gesundheitsschädlich. Ja. Also, jetzt habe ich zwei Leute schon kennengelernt am Anfang der Sendung, die beide was Außergewöhnliches machen, nämlich Sue und Ralf. Ja, wir machen uns, also wir leben unser Leben und wir stehen, sagen wir, im sozialen Leben ganz normal wie jeder andere auch. Ja. Und aber ihr seid bestimmt, wenn man euch so sieht, ein sehr interessantes und auffälliges Paar, könnte ich mir vorstellen. Kann man so sagen, ja. Ja. Ihr beiden, sehr nett, dass ihr angerufen habt. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß und Erfolg weiterhin. Ebenso, Jürgen, schöne Nacht. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt, ich mache etwas Besonderes und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die wirklich etwas sehr Besonderes machen. Im beruflichen Bereich, im Hobbybereich, im sexuellen, in sexueller Hinsicht oder die besondere Ticks und Marotten haben, die vielleicht noch nicht krankhaft sind, aber doch schon, sehr außergewöhnlich sind. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. So, hier ist Gerda und Gerda ist 61 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Gerda. Was machst du denn Außergewöhnliches? Ja, ich fahre meine Meerschweinchen in den Puppen, fahre ich spazieren. Och. Ja, also ich finde dabei nichts. Du fährst deine Meerschweinchen im Puppenwagen spazieren. Ja, was in Deutschland noch keine, also im Ausland gibt es schon Tierkinderwagen. Ja. In Holland und Amerika habe ich schon mal gesehen, so eine Sendung. Ja. Aber hier ist das noch nicht so, also einige machen es auch schon, aber es ist noch selten und es wird irgendwie, ach so. Also ich wäre so ein bisschen hier im Zooviertel, wo ich wohne. Ja, also im Ausland oder in Amerika, da ist es ja immer gibt es sowas. Nur noch mal schräger als hier. Sind das richtig dafür hergestellte Wagen? Ah, ja, gibt es. Ah ja. Also man nennt es einen Tierkinderwagen. Ja, aber du hast einen normalen Kinderwagen. Puppenwagen. Ein Puppenwagen. Ich bin auch sehr klein, ich bin kleinwüchsig. Ach so, dann reicht das dann von der Größe. 1,45 Meter. Dann ist der Puppenwagen optimal von der Größe. Ja. Wie viel mehr? Wenn man der Aufzug voll verkarrt hat, kam ich da angerannt, da sagte der Mann, da kommt noch eine Frau mit einem Kind. Die gucken natürlich dann ganz doof, als da Meerschweinchen drin waren, als da ein Kind. Ich verstehe. Wie viele Meerschweinchen sind denn immer da drin? Ja, höchstens eins oder zwei. Ne? Man kann es auch nicht mit allen Tieren machen. Wie viel besitzt du denn? Fünf Stück. Fünf Stück? Mhm. Kann man da mal alle zusammen mal eine schöne Ausfahrt machen? Ja, mache ich ja. Ich habe einen Park gegenüber, dann laufen die auf der Wiese rum und fressen Gras. Aus dem Grunde, ja ich hatte mal ein Meerschweinchen, das war in der Tierklinik und dann durfte ich es immer besuchen, jeden Tag. Ja. Die Charlotte ist aber inzwischen gestorben. Oh, die arme Charlotte. Dann habe ich aber ein paar einen Puppenwagen gesehen und kam dann auf die Idee, das in den Puppenwagen zu tun und das blieb auch drin. Ja, warum auch nicht? Ich habe es eingebürgert. Ja. Und die Reaktionen sind dann doch schon ein bisschen, wie du es gerade angedeutet hast. Manchmal ganz schlimmer, ne? Da kommen die Bekloppte mit der Meersau, habe ich hier auch schon gehört. Und aber wenn ich in die Stadt damit gehe, wo man mich nicht kennt, ach wie süß oder originell. Jetzt war das Japan-Fest, da wurde ich von Japanern fotografiert. Die hielten das für ein Werbebild, ne? Die zeigen das dann zu Hause und sagen, so jeck sind die Deutschen, die fahren ihre Meerschweinchen spazieren. Ja, vor allem, war mal eine Frau aus Köln hier und die sagte zu mir, ach, das habe ich in Köln noch nicht gesehen. Ja, ich sag, sehen Sie mal, hier in Düsseldorf haben sie Düsseldorf hat sogar die besseren Verrückten, habe ich gesagt. Naja, also klar, du gehst mit diesen Meerschweinchen dann spazieren, aber hauptsächlich in den Park, wo... Ja, dann fressen die Gras, weil ich habe ein kleines Zimmer nur, ne? Ja, und lässt sie dann freilaufen dann? Ja, die gehen an der Leine, ich bin die fest. Ach so, an der Leine. Ja, sonst laufen die auch weg, ne? Also, ja, aber so schnell können die ja nicht laufen. Gibt ja Meerschweinchen, ich bin dich ja fest, lange Leine, Meerschweinchenleinen gibt's ja. Ja. Alles für Meerschweinchen, sogar schon Schlafsäcke und Hängematten, ne? Ja. Ist das so tiergerecht, ein Meerschweinchen an der Leine zu halten? Ja, es ist halt nicht um Hals, sondern wie so ein kleiner Pullover ist das Meer, ne? Aber die haben dann schon einen gewissen Auslauf auf der Wiese, ja, klar, haben die schon. Lange Leine. Ja. Also, ich meine, es
nichts ungewöhnlich. Und ich meine, ich war ja in Therapie nicht deshalb. Ist ganz klar, als ich mich darüber beschwerte, dass die Leute mich dumme Kommentare machen, ja, Pioniere hatten es immer schon schwer. Ja, genau. 30, 40 Jahre und wurde noch als verrückt oder sie dich ganz erklärt. Genau. Und das hat der Bürgermeister von Berlin, ich bin schwul, ist gut so. Ja. Siehst du, was ich meine? Also ich verstehe, dass du eine Pionierin bist in Sachen Meerschweinchen ausfahren. Ja, im Tierkinderwagen. Also im Tierkinderwagen, ist genau. Ja, warum nicht? Natürlich, natürlich. Ich dachte, ich hätte dich aus. Tun. Also insofern trifft das auf dich auch zu. Ich mache etwas sehr Besonderes. Und ja, Außergewöhnliches. Das ist für mich eigentlich normal. Ja. Wenn ich die Straßenbahn steige. Also es gibt, ich habe noch nie erlebt, dass einer keinen Kommentar abliest. Also ich finde es auch ungewöhnlich, aber ich finde es durchaus dann auch okay. Liebe Gerda, danke für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Ja. Alles Gute, auf Wiederhören. Wiederhören. Die Gerda, die fährt ihre Meerschweinchen spazieren. Und hier ist der Karl. Und der Karl ist 39. Hallo Karl. Hallo? Hallo? Ja, guten Morgen. Morgen. Hi Karl. Ja, ich bin Erfinder. Ich erfinde verrückte Sachen und entwickle also ungewöhnliche Ideen. Und was erfindest du denn so? Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Ich sag mal, von Fernbedienung für Fernseher, die mit zwei Knöpfen funktionieren, über Snowboardbindung, mit denen man einfacher das Snowboardfahren lernen kann. Ja. Oder Joghurtbecher, die sich im Backofen zum Eiskratzer verwandeln, solche Sachen. Moment, Joghurtbecher, die sich im Backofen zu Eiskratzer verwandeln? Ja, genau. Wie ist das? Dieser Kunststoff, aus dem Joghurtbecher gemacht werden, der hat halt bestimmte Materialeigenschaften. Mhm. Und wenn man den Joghurtbecher zum Beispiel in den Backofen legt, dann den Backofen auf 120 Grad aufheizt, das kann jeder auch mal ausprobieren, dann verwandelt sich der Joghurtbecher wieder zurück in eine Scheibe. Und dieses Verfahren könnte man ja jetzt nutzen, um zum Beispiel den Joghurtbecher in verschiedene andere Sachen, die jetzt auch möglichst flach sind, zu verwandeln. Ja, dafür müsste man natürlich das Material irgendwie so programmieren, dass es auch dann in diese Form kommt. Ne? Ja, genau. Das wird also erst gespritzt, danach wird dann halt der Becher tiefgezogen. Also man muss sich das vorstellen, dass man diesen Eiskratzer nochmal erwärmt und dann halt in die Form bringt von dem Joghurtbecher. Und wenn er dann hinterher nicht mehr gebraucht wird, steckt man das halt in den Backofen und bei 120 Grad biegt sich das dann wieder zurück in die Form des Eiskratzers. Das ist ja verrückt. Ist das jetzt nur eine Idee oder hast du wirklich das schon erfunden, dass es sich wirklich in einen Eiskratzer verwandelt? Also das war jetzt einfach nur eine Idee, die ich jetzt selber verfolgt habe und die ich versucht habe, mal auf den Markt zu bringen. Also gibt es da ein Patent schon für? Da gibt es auch ein Patent für, ja. Also das heißt, du kannst das schon so machen. Du legst dann einen Joghurtbecher in den Backofen und dann ist ein Eiskratzer. Ja, aber, genau. Aber was ich jetzt nicht verstanden habe, ist, wie kommt die Form zustande von dem Eiskratzer? Die Form wird, wie gesagt, mit einem Spritzgussverfahren hergestellt. Das heißt, wie soll ich das erklären? Man hat ein Granulat, das wird erhitzt, dann wird es in eine Form gepresst. Dann hat man jetzt erstmal die Ursprungsform, die dann hinterher auch wieder aus dem Backofen rauskommt, also der Eiskratzer. Hm. Und diesen Eiskratzer, der wird nochmal erhitzt und dann halt in diese Becherform gebracht. Habe ich immer noch nicht so ganz kapiert, aber ist egal. Also es ist schon eine sehr kuriose Idee. Ja. Ich wurde gerade auch hellhörig, als du sagtest, eine Fernbedienung mit zwei Knöpfen. Ja. Das finde ich genial. Mir geht das immer so auf die Nerven mit diesen 150.000 Knöpfen bei der Fernbedienung und man weiß gar nicht, wo man hindrückt und dann drückt man irgendwie falsch und dann ist es wieder fehlprogrammiert und so weiter. Wie geht das mit zwei Knöpfen? Ja, du hast im Prinzip zwei Drehräder. Du musst dir ähnlich vorstellen wie den Apple iPod. Da hast du ja auch nur ein Drehrad. Mhm. Und du hast auf der einen Seite ein Drehrad, womit du die Funktion auswählst, zum Beispiel Programmauswahl. Ach so, und mit der anderen Seite kannst du dann halt die Programme durchswitchen. Ach, verstehe. Und da hast du auch schon ein Patent für? Da habe ich auch ein Patent für. Da müssten doch eigentlich die Elektronikindustrie ganz scharf drauf sein. Ja, das habe ich auch gedacht. Das war so eins meiner ersten Sachen, die ich erfunden habe. Das ist auch schon 15 Jahre alt ungefähr. Mhm. Also lange vor dem iPod. Und damals bin ich dann losgefahren in Deutschland, habe versucht, hier eine Firma zu finden, die das Teil halt produziert. Mhm. Aber es war nicht möglich, da einen deutschen Hersteller zu finden, den ich dafür begeistern konnte. Ach. Ja, die wollten halt alle ihre Fernbedienung haben mit 100 Knöpfen drauf und jedes einzelne Teil, jede einzelne Funktion muss halt einen extra Schalter haben. Ich könnte mir vorstellen, dass manche eine gute Idee es schwer hat, ganz nach oben zu kommen, um dann auch industriell umgesetzt zu werden. Ja, genau. Also das sind natürlich immer zwei Sachen. Die eine Sache ist halt eben erstmal, dass man es produzieren kann. Die andere Sache ist halt, dass die Leute ja gar nicht wissen, dass es das gibt. Mhm. Man muss also erstmal ein Bedürfnis schaffen. Ja. Und bei mir kommt es auch häufiger vor, dass Erfinder sich bei mir melden, für die ich dann halt die Erfindung halt dann auch aufpeppe und überhaupt erstmal industriell zur Fertigung bringe. Und da habe ich zum Beispiel eine Sache entworfen, das ist ein Jackenschloss. Das ist ein Schloss, mit dem man halt eine Jacke abschließen kann an einer Garderobe. Mhm.
Ja, und das ist ja auch ein Produkt, was so jetzt wahrscheinlich keiner erstmal suchen würde. Nee, ich würde auch denken, was soll ich meine Jacke an der Garderobe abschließen? Entweder nehme ich Jacke mit zum Tisch oder sie kann da hängen und wenn sie weg ist, ist sie weg. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Party bist oder irgendwie in der Gastronomie und du hast eine Jacke für 1000 Euro, dann ist es ja schon wichtig, dass die Jacke nicht wegkommt oder getauscht wird. Das heißt, da muss ein Bedürfnis dann auch geweckt werden bei den Leuten, ne? Indem man die Leute informiert, so. Ja, und das bist du losgeworden? Das Teil wird wirklich produziert, ja. Ah ja. Wie viele Patente hast du schon? Ich glaube, 6, 7 Patente habe ich selber und die Sachen, die ich für Firmen entwickelt habe, sind sicher auch nochmal so um die 10. Wie wird man Erfinder? Das ist irgendwie so ein lustiger Beruf, den ich so aus den Comics kenne von früher. Aber da gibt es in Deutschland wahrscheinlich sehr viele Leute, die irgendwie in ihren Kellern sitzen und rumtüfteln oder an den PCs sitzen und rumtüfteln. Wie wird man das? Also ich sag mal, wie du gerade schon gesagt hast, viele Leute tüfteln und wenn man dabei bleibt, dann wird man halt Erfinder und man muss also wirklich am Ball bleiben und sich da durchbeißen. Mhm. Und wenn man immer seinem Hobby treu bleibt und... Also ist es dein Hobby? Nein, es ist mein Beruf, also ich lebe davon. Es war mal dein Hobby? Ja, als Kind, sag ich mal. Als Kind habe ich halt viel gebastelt und das habe ich dann immer weiterverfolgt und richtig professionell dann auch umgesetzt. Studieren kann man das ja leider noch nicht. Also ich habe damals ein Studium zum Industriedesigner gemacht. Ja. Das ist also dem Erfinder sehr nah und da lernt man dann auch wirklich alle Fertigungstechniken und weiß dann auch, wie man halt so ein Produkt und eine Idee professionell umsetzt. Und hast du dich denn schon während des Studiums oder auch direkt nach dem Studium gleich dann davon finanzieren können, von deinen Erfindungen? Ja, sicher. Ach so, das geht. Ja, das geht. Was ist deine erfolgreichste Erfindung bisher? Ja, das ist eigentlich schwer zu sagen. Also es sind viele Erfindungen, die ich jetzt halt auch auf Anfrage von der Industrie mache. Und da kann man jetzt nicht sagen, dass das ein oder andere Produkt, was jetzt vielleicht jeder kennen würde. Es sind also viele Sachen, die jetzt auch so im Hintergrund laufen. Zum Beispiel habe ich hier ein Gardinenstangensystem entworfen, das man ohne Werkzeug halt unter die Decke schrauben kann. Das läuft sehr erfolgreich. Ja. Aha, dann geht das so, dass die Industrie dich oder euch, also euch Tüftler, die ihr irgendwie irgendwo verstreut in der Republik lebt, die Industrie fragt euch an und sagt, passt mal auf, wir brauchen irgendwas und in der Richtung überlegt mal. Ja, genau. So geht das. Also das ist eigentlich immer eine ganz erfolgreiche Sache. Wenn man selber mit Erfindungen losgeht, was ja auch viele machen, dann ist es wirklich immer schwierig, halt die Firmen davon zu überzeugen, dass man eine Sache wirklich braucht. Klar, wenn die von sich aus allerdings auf dich zukommen, ist das natürlich schon die halbe Miete, ne? Ja, eben, genau. Ich hätte eine Idee, was du erfinden könntest. Ja. Ja, sagt er gleich. Weißt du, was mich immer irre nervt und ich glaube, ich spreche im Namen von allen Menschen. Wenn man in einem Café sitzt oder in der Bahn sitzt oder weiß ich wo und bestellt sich einen Kaffee. Ja. Und dazu kriegt man dann so ein kleines Döschen Milch. Und wenn man dieses Döschen Milch aufmacht, spritzt einem immer die Milch an die Brust, wenn man das nicht gerade zur Seite hält. Ja. Das kann man wahrscheinlich physikalisch erklären, warum das so spritzt. Aber warum erfindet da nicht jemand mal ein Döschen, was man aufmachen kann, ohne dass es spritzt? Ja, der nächste Punkt wäre dann halt, bist du bereit dafür, 10 Cent mehr zu bezahlen? Das überlegen sich dann halt wieder die Firmen. Die sagen sich, okay, auch wir machen ja einfach so ein ähnliches Ding wie ein Joghurtbecher mit so einer Alufolie oben drauf und ja, spritzt halt ein bisschen, aber Hauptsache wir verkaufen die Teile. Und so geht das, so ist die Überlegung. Ja, so sind leider immer die Überlegungen. Das ist immer das, was man häufig von den Unternehmern hört. Die dann sagen, ja, das kostet aber mehr und die Leute wollen eigentlich nicht mehr dafür ausgeben. Ja, also dieses Problem ist hier wahrscheinlich bekannt, ne, was ich gerade geschildert habe. Ja, klar. Ja. Wäre das, ich meine, du bist jetzt der Tüftler, wäre das theoretisch lösbar, dass es nicht mehr spritzt? Ja, sicher. Ich würde dann einfach auf eine andere Verpackungsform zugreifen. Ne? Ja. Also einfach nicht mehr mit einer Aluminiumfolie, sondern... Ach, die ist schuld. Ja, sicher, klar. Du ziehst das hoch, dann entsteht ein leichter Unterdruck. Ja. Und wenn die Dose dann offen ist, ist der Unterdruck halt weg und zieht dann halt gleichzeitig die Milch mit... Nach oben, sag ich mal, ne, und das spritzt dann ins Gesicht. Aber würde der Unterdruck nicht auch entstehen mit einem anderen Material? Ja, du müsstest also generell die ganze Form ändern im Prinzip. Ah ja, okay, das wäre wir kommen jetzt ins Detail. Ja. Aber das denke ich jedes Mal, wenn ich bin neulich Bahn gefahren, hatte mir sowas bestellt und wieder hatte ich einen Flecken auf dem Hemd, weil ich das nicht zur Seite gehalten hatte und das spritzte dann ans Hemd. Ja, gibt es noch so, oder gibt es so etwas wie Träume, dass du denkst, in der Richtung möchte ich gerne mal irgendwas Besonderes? Ja, sicher. Ich denke mal, jeder Erfinder träumt natürlich davon, solche Sachen zu machen wie der Diesel oder wie der Erfinder des Telefons. Ja. Ganz klar. Ne? Also es gibt ja auch viele Erfindungen heute, zum Beispiel die Erfindung des MP3-Formates, wo man gar nicht mehr weiß, wer hat das eigentlich entwickelt. Also du glaubst durchaus auch noch, dass es auch heute nach wie vor immer noch irgendwann ganz große Erfindungen gibt, die jemand macht.
Das auf jeden Fall. Also, das ist vielleicht nicht so große Erfindung, wie ich gerade schon sagte, halt der Erfinder des Dieselmotors oder sowas ähnliches, aber auf jeden Fall kleine Erfindung, die doch jeder da mal irgendwo in der Hand hat. Mhm. Also und wie gesagt, dieser Erfinder des MP3-Formats, der hat es ja erst ermöglicht, dass man halt über das Internet Lieder verschicken kann, Musik verschicken kann und dass man halt das mit sich rumtragen kann. Das ist natürlich dann auch damit verbunden unter Umständen, dass man wahnsinnig reich wird, ne? Wenn man Kennst du Erfinder, die so richtig Schweinegeld gemacht haben oder machen immer noch? Ja, frage mich jetzt aber nicht nach den Namen. Nein, natürlich nicht. Also man kennt sich in der Szene auch so. Gibt es auch so Messen, so Erfindermessen? Ja, gibt es auch. In Nürnberg gibt es eine große Erfindermesse, wo natürlich auch viele so kleinere Erfindungen dargestellt werden. Mhm. Ich sag mal, da sind auch teilweise so Hausfrauen-Erfindungen, so würde ich die jetzt mal bezeichnen. Da hatte ich mal eine Sache gesehen, da hat jemand einen Scheinwischer entworfen, der jetzt halt nicht so kreisförmig sich bewegt, sondern ganz stark von links nach rechts. Und das sind so Sachen, wo ich denke, ja, wie konnte das Patentamt dem halt ein Patent erteilen? Und das wird sowieso nicht auf den Markt kommen. Aber es ist schon verrückt, wenn man sich in unserer Welt umsieht, ist ja alles, was wir als selbstverständlich nehmen, das Produkt vielleicht langer Überlegung eines Menschen. Nämlich, das ist eine Erfindung. Ich halte hier gerade den Kugelschreiber in der Hand. Ja, genau. Das ist ja auch nichts Selbstverständliches, diese Mine so zu erfinden, wie sie nun funktioniert. Ja, ich glaube, die Erfindung des Kugelschreibers hat auch ungefähr ein Jahr gedauert und ich weiß gar nicht, wie viele Millionen gekostet. Aber da haben die auch richtig lange dran gebastelt. Ja, das ist wirklich genial. Ja. Also, dann wünsche ich dir viele kreative Einfälle, Karl. Vielen Dank. Und vielleicht hören wir irgendwann von dir, wenn du den ganz großen Coup gelandet hast. Ja, alles klar, Domian. Danke für das Gespräch, alles Gute. Bis dann. Tschüss. Und weiter geht es mit dem Karl-Heinz, der ist 72 Jahre alt und unser Thema heißt, ich mache etwas Außergewöhnliches. Hallo Karl-Heinz. Ja, hallo Domian. Ja. Ich darf du sagen, ja. Ja, natürlich, ich darf doch auch du sagen, ja, oder? Ja, das überlege ich mir noch. Karl-Heinz, ja. Was ist es denn, das Außergewöhnliche, was du machst? Ich bin von zu Hause aus Optiker und ich mache noch außergewöhnliche Brillen. Mhm. Darunter machen wir noch Monokel. Ach. Wir haben... Moment, das Film, gibt es... Der ist hier bei mir gemacht worden von Richard Tauber. Ich habe nicht verstanden. Was ist gemacht worden? Der Film ist bei mir zu Hause gemacht worden von Richard Tauber. Ja. Der war der Monokelträger, so wie Heino die dunkle Brille hat. Ja. Das war sein Markenzeichen. Ja, ist aber auch schon eine ganze Weile tot, der Mann, ne? Richtig. Ja. Ja, aber es kommt irgendwo alles mal wieder. Wer trägt denn heute noch, also ich glaube, wir müssen den ganz jungen Leuten das sogar erklären. Monokel ist ein Glas, was man, ein Brillenglas, ne, was man ins Auge reinkniept. Richtig. Und dann liest man so mit einem Auge, ne? Man liest oder man sieht weit mit einem so, Auge. So, ne? Ja. Aber wer benutzt das heutzutage noch? Halt irgendwie welche Aristokraten, also Menschen, die auf sich aufmerksam machen wollten. Ja. Die einfach einen Fable hatten. Ja. Es war ja nicht sinnvoll, mit einem Auge zu sehen. Genau. Warum hat man das denn überhaupt damals gemacht? Damals gab es die Brille ja auch schon. Richtig. Warum mit einem Auge? Es ist nicht sinnvoll. Man sollte irgendwie was Besonderes darstellen. Ach so, es sollte schicker aussehen. Ja, unter anderem vielleicht. So wie die Tasche, eine Taschenuhr zu haben. Wenn man heute noch einen Kneifer trägt, den man auf die Nase zwickt. Was ist das? Erklär es mir. Das ist eine Brille ohne Büsten. Ah ja, genau. Ganz genau. Ja, ja. Und sie wird gezwickt auf der Nase und wird heute noch von den Damen getragen. Dann fragt man sich natürlich, wo. Ja, die Frage stelle ich mir auch gerade. Wo tragen Damen einen Zwicker? Beim Friseur. Ach. Unter der Haube. Ach so, weil die mit der Brille, das funktioniert nicht mit dem Brillengestell dann. Mit den Bügeln, das würde verbrennen. Das würde an den Schläfen heißen. Das ist ja interessant, habe ich noch nie gesehen, aber ich bin auch selten beim Damenfriseur. Ja, richtig. Naja, Und solche Sachen stellst du her? Dann gibt es halt Brillen, die man zum Schminken braucht. Mhm. Wie sehen die aus? Das ist die rechte und linke Seite des Glases, kann man hoch oder runter klappen. Ah. So dass man immer ein Auge hinterm Brillenglas hat. Sehr pfiffig, sehr pfiffig, ja. Ja. Dann macht man zum Beispiel sogenannte Faltbrillen, ja, die man in einen Kugelschreiber reinpacken kann. Wie so kleine Brillen? Ja. Das funktioniert? Das funktioniert. Das heißt, man kann das Glas so falten? Das Glas nicht, das Gestell. Oder es ist so schmal, dass es in einen Kugelschreiber reingeschoben werden kann. Und wo bleibt das Glas dann?
Das ist nur so schmal, das hat einen Zentimeter Höhe. Ach so, kleines Glas, so eine kleine Schiene dann nur, Glasschiene. Ah. Das ist also irgendwie, um sich schnell behelfen zu können. Ja, also das sind ganz außergewöhnliche optische Gerätschaften, kann man sagen. Und die stellst du von Hand nach alter, ehrwürdiger Weise her? Teilweise sind diese Sachen auch heute in Serie. Ja. Du weißt, oder man kann grundsätzlich sagen, die Welt ist verrückt. Ja. Ja? Ja. Und irgendwie sucht irgendwie jeder was Ausgefallenes. Mhm. Und darunter kommen dann eben solche Sachen zustande. Sie muss klein sein und noch kleiner als klein. Ja, ja. Oder sie muss sich zusammenfalten und den geringsten Raum in der Tasche einnehmen. Ich verstehe. Aber dann musst du doch auch eine sehr illustre Kundschaft haben, die all solche merkwürdigen Sachen, sage ich mal, ohne es werten zu meinen, bestellen. Richtig. Ja? Wir beliefern den Optiker und es ist also immer, oder sagen wir mal, es wird das gemacht, wo eine große Firma die Nase drüber rümpft. Ah ja. Weil die da auch nicht viel Geld mit verdienen könnten. Richtig, oder weil man halt keine großen Stückzahlen davon verkaufen ja. kann. Also lass uns mal das Beispiel Monokel, also ja. diese Augenbrille, sage ich ja. mal. Wie viel stellst du da so im Jahr her von? Das kann 2.000-3.000 Stück sein. So viele? Ja. Und die gehen in die ganze Welt dann, oder? Die gehen in die ganze Welt. Ach. Wir exportieren in 80 Ländern der Welt. Das ist ja, ich habe das noch nie gesehen, dass jemand sowas trägt. Ja, in alten Filmen, sicher, aber nicht so im normalen Leben. Dabei ist der Rundfunk bzw. das Fernsehen ein Kunde von uns, ein guter Kunde. Ja, für die Requisiten wahrscheinlich, ne? Ja, genau. das glaube ich auch. Ja, ja. Ist, wie zum Beispiel das Wunder von Längede. Ja. Es wird ein Film gemacht. Aber man muss dann auch die passenden Utensilien dazu haben, ja. die in der Jahreszeit stimmen. Ja. Ist denn das, du bist jetzt schon im stolzen Alter von 72, ja. ist das auch so ein Hobby, was dir am Herzen liegt, dass du das jetzt auch alles noch so machst? Richtig. Mein Beruf ist mein Hobby. Ja? Ja. Und immer schon gewesen? Immer schon gewesen, ja. Ich bin also von zu Hause aus Uhrmacher, Optiker und Goldschmied. Ah ja. Ja, dann hast du auch wahrscheinlich ein sehr besonderes Fachwissen, worauf die Leute natürlich dann auch aufbauen können, deine Firma und dein Umfeld. Richtig. Ja. Wir haben eine Firma, wenn du dir zum Beispiel eine Ferrari-Brille kaufst, ja. die bekommst du in Rot. Ja. Jetzt möchtest du sie gerne in Grün, Blau mit Blümchen haben. Macht ihr alles. Richtig. Wir färben sie nach deinen Wünschen, wie du sie gerne hättest. Was ist das Außergewöhnlichste, was du in deinen vielen Berufsjahren im optischen Bereich schon hergestellt hast? Im Glas ein dicker Brillanten. Bitte? Im Glas der Brille. Ja. Ein dicker Brillant. Ach so. Mhm. Und in der Lackierung halt die Brille lackiert zum Kleid der Trägerin. Nicht unschick. Ja. Kannst du uns verraten, wohin das ging? Ja, das kann ich dir so im Einzelnen. Weißt du nicht mehr. Du musst dir vorstellen, wir haben 50 Menschen beschäftigt. Ja, sicher. Und jeder, wenn du zu einem Optikerladen gehst und fragst einen bestimmten Namen, ich möchte jetzt keine Werbung groß machen, nee. Dann sagt er, ja gut, diese Firma kenne ich, da arbeiten wir auch mit. Also. Ja, also wir machen das. Gibt es denn einen ganz prominenten Menschen auf der Welt, von dem du weißt, den du oder ihr schon beliefert habt? Ja, aber da jetzt den Namen zu nennen, als Beispiel, er nennt sich Fritz. Fritz? Ja. Ja, Fritz. Da ist ein Buch darüber geschrieben worden. Ja. Und er ist auf dem Buch abgebildet und er war auch Monokelträger. Ja. Und auf dem Buchrücken ist ein Monokel mit seinem Kopf im Hintergrund abgebildet. Gut, jetzt denken wir alle mal drüber nach, welcher Fritz das sein könnte. Ja, eben. Also ich müsste jetzt rausholen, welchen, aber das kann ich so im Moment, weiß ich nicht den Namen. Ja. Lieber Karl-Heinz, das war sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ja, auch mit dir, war sehr gut. Hat mich sehr gefreut und sehr interessant, weil ich nicht wusste, dass es sowas gibt und dass man es überhaupt so kaufen kann und dass das hergestellt wird. Ja, viel Spaß weiterhin bei der Arbeit und viel Erfolg wünsche ich. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Dennis, 26, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo, Dennis. Ja. Ja,
Du machst auch irgendwas Außergewöhnliches. Ja, ich habe ein außergewöhnliches Hobby. Ich habe 15 Vogelspinnen und die stehen auch in meinem Schlafzimmer. Wie groß sind Vogelspinnen? So. Vogelspinnen sind so Handteller groß. Handteller groß. Also so, die größte hat so eine Beinspannweite von 20 Zentimetern. 15 Stück? Ja. Und jede einzelne könnte dich umbringen? Nee. Vogelspinnen sind nicht giftig, das glauben halt alle, aber dachte ich auch bisher. Tödliche Vogelspinnen, die gehören alle zu anderen Arten und die sind halt ähnlich giftig wie eine Wespe oder eine Biene. Also wenn man die sehen einfach nur eklig aus, sind aber nicht. Nee, die sind ja nicht eklig. Sagst du, wenn ich die jetzt wahrscheinlich sehen würde, würde ich sagen, was will ich damit? Nee, so schlimm sind die nicht. Also die meisten Leute schrecken natürlich erstmal zurück, aber wenn ich dann die langsam daran gewöhne und denen erstmal davon erzähle und die dann halt mal in mein Schlafzimmer lassen und die angucken können, dann sind die gar nicht mehr so schlimm, weil die halt schon, die sind halt nicht mehr klein und eklig und rennen halt weg, sondern die sitzen da halt, sind total bunt. Es gibt halt welche, die sind orange und rot und ach so, die sind nicht schwarz. Farben und so und haben Muster und so und die sind echt nett. Und pelzig sind sie auch, die haben halt Haare und dann sind die eigentlich ganz in Ordnung. Die stehen in deinem Schlafzimmer? Ja. Kommt denn in dein Schlafzimmer ab und zu auch schon mal eine Frau? Nee, wenn dann Mann. Dann aber, passiert schon. Und läuft der Mann nicht dann weg? Bitte? Läuft der Mann dann nicht weg? Nicht. Also wenn, dann wissen die Männer das dann schon vorher, wenn ich jemanden kennenlerne, dass ich halt Vogelspinnen habe. Ja. Ich muss die vorher natürlich davon vorwarnen. Ich meine, ich habe auch noch zwei Frettchen hier frei in der Wohnung rumrennen, da muss ich meine Besucher auch immer warnen. Und dann kommt es halt automatisch. Und ich kann dann zur Not auch noch einen Vorhang vormachen. Sag mal, die sitzen oder leben in so Terrarien oder in so... Genau. Ja, Terrarien. Alle einzeln, weil die halt sich sonst gegenseitig fressen würden. Ach, die würden sich fressen? Ja, klar. Also sich selber schon, gegenseitig. Und und deswegen sitzen die halt in kleinen Terrarien. Die brauchen nicht viel Platz, weil die eigentlich ziemlich standorttreu sind und sitzen immer in einer Ecke, wo sie halt so ein bisschen gewebt haben. Ach, die wollen nicht gerne rumlaufen? Nee, also wenn Männchen in seiner Paarungszeit, wenn das Männchen halt geschlechtsreif ist, dann rennt es schon ein bisschen rum, aber nur weil es halt zum Weibchen will. Ja. Sonst sitzen die eigentlich oft gemächlich rum, ab und zu krabbeln sie ein bisschen rum, wenn sie Hunger haben. Aber mit was fütterst du sie? Mit Heuschrecken. Und das ist manchmal ein bisschen nervig, muss ich sagen, wenn ich dann da schlafe und die ganzen Heuschrecken da ziehe. Ich meine, kann auch mal nett sein und romantisch, aber wenn dann eine so eine Heuschrecke irgendwie meint, sie muss den Weltrekord schlagen und dann zirpen wie blöd, dann ist es schon echt schwer, manchmal einzuschlafen. Setzt du denn diese Heuschrecken lebend in diese Terrarien rein? Ja, klar, die müssen leben, weil die Spinne sonst nicht darauf reagiert. Ja. Und hüpfen die nicht da raus? Naja, kommt halt auch mal vor. Ich meine, das Terrarium ist natürlich schon so dicht, aber es springt halt mal einer an die Seite oder so. Ja. Die fressen dann die Frettchen. Frettchen in der Wohnung? Wie geht denn sowas? Ja. Auch ganz einfach. Die sind stubenrein, sind keine Nagetiere, wie viele glauben. Die fressen Katzenfutter, sind halt kleine Marder, Raubtiere. Mhm. Und sind stubenrein, gehen aufs Katzenklo, weil es wirklich auch reinliche Tiere sind, sind kastriert, dementsprechend stinken sie nicht mehr und laufen halt durch die Wohnung die ganze Zeit. Wie groß ist deine Wohnung? 50 Quadratmeter. Also nicht so ganz groß? Nö. Ja. Und die dürfen aber auch nicht mal ein bisschen raus? Nee, die laufen halt die ganze Zeit in der Wohnung. Ich meine, ich kann halt mit einer Leine schon mit denen rausgehen, aber die beiden, die mögen es lieber hier drin. Und aber du bist dann auch wirklich ein bisschen schräg drauf, ne? Wenn du so... Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin, glaube ich, ein ganz normaler Typ. Ich meine, ich habe ja noch gar nicht erzählt, dass ich mal über 600 Vogelspinnen hatte, weil ich die mal gezüchtet habe. Ach. Und da habe ich sogar in der WG gewohnt. Und warum das Interesse an Vogelspinnen? Ich bin schon immer mit Tieren groß geworden. Ich hatte schon alles Mögliche an Tieren. Ich hatte auch mal ein Stinktier und Chamäleon und Schlangen und alles, was es gibt. Mhm. Und habe ich, als ich 12 war, die erste Vogelspinne zum Geburtstag bekommen. Was macht die Faszination aus? Einfach wie die leben. Also der ganze, ich meine, ich studiere Biologie. Ich interessiere mich halt für das Kleine, das Detail. Ach, du studierst Biologie? Ja, das auch noch. Und ich beobachte sie halt, wie sie sich verhalten, weil die unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag legen. Und die müssen sich halt häuten zum Beispiel zum Wachsen. Und das ist also super interessant. Dann habe ich die halt gezüchtet, weil ich sehen wollte, wie die mal einen Kokon bauen und Eier behandeln und was weiß ich nicht alles. Okay, als angehender Biologe oder als Biologiestudent, da verstehe ich ja schon, wenn du dich dafür interessierst. Naja, aber ich meine, es war schon im Kindesalter so, ne? Weil, wie gesagt, die erste Vogelspinne 12, da war das Biostudium ja noch weit. Ja, schon, aber vielleicht waren schon die Grundinteressen gelegt. Wenn man so biologisch nicht so interessiert ist, ist mir das immer ein Rätsel, weil das sind ja doch irgendwie tumpe Tiere, so wie Schlangen auch.
Entschuldigung, liebe Schlangenfreunde, aber die erkennen einen ja nicht. Mit denen kann man ja nicht Spacekin machen und so. Obwohl ich muss sagen, also ich meine, jede Spinne hat auch ihren eigenen Charakter. Also ich merke auch schon, wenn jemand einen schlechten Tag haben. Ich meine, ich muss die natürlich auch mal rausnehmen und sowas alles. Ja, okay, aber die erkennen dich nicht als deinen Freund und als deinen Männchen. Nee, das nicht natürlich. Aber dafür habe ich die Frettchen. Dafür habe ich die Frettchen. Weil die spielen wirklich mit einem, kommen, schmusen und sind super toll. Die sind aber auch wirklich sehr putzig, ne? So Frettchen. Ja, finde ich auch. Und die bauen zwar viel Mist, aber naja, damit kann man. Aber die Frettchen würden doch auch gerne mal so eine Vogelspinne verzehren, ne? Oder? Ja, die würden die nicht unbedingt verzehren, die würden sie kaputt machen, aber ich glaube nicht, dass sie die fressen würden. Mhm. Aber da jetzt so in den Glasterrain, da interessiert die das gar nicht, weil es nicht großartig nach Futter riecht. Mhm. Und da stehen auch welche ziemlich weit unten, da schnuppern sie mal dran. Und dann aber so eine kleine Heuschrecke, da sagen die nicht nein. Die fressen sie manchmal, aber manchmal verschlucken sie sich auch an den Beinen, weil da wieder Haken dran sind. Und dann lassen sie sie doch liegen. Wie alt wird eine Vogelspinne? Die kann alt werden, also bis zu 20 Jahre. Mhm. Und das ist schon einiges für so ein Spinnentier. Ne? Das ist schon sehr viel. Hast du die geplant, jetzt so lange bei dir zu behalten? Oder? Ja, also ich habe die ja schon ziemlich reduziert. Ich habe die ganzen Jungtiere abgegeben und sowas. Also ich habe jetzt auch schon welche dabei, die schon sehr, sehr alt sind, weil ich auch ältere Vogelspinnen schon bekommen habe und sowas alles. Und jetzt sterben ab und zu mal welche, weil die einfach schon ihr Alter erreicht haben. Mhm. Und ich werde mir jetzt keinen neuen mehr holen, weil ich nach Australien auswandern möchte, meinem Studium. Und dann darf ich die leider nicht mitnehmen, weil die da verboten sind. Du bist ja eigentlich dann auch sehr eingeschränkt. Du kannst doch nie mal irgendwie in Urlaub fahren länger. Doch, kann ich. Doch? Ich war letztes Jahr sogar noch neun Monate in Australien und meine Mutter hat das dann gemacht. Meine Mutter ist da auch ganz hart im Nehmen. Ja. Die hat sogar eine entkommene Vogelspinne mit meiner Unterhose wieder angefangen. Ich hoffe, dass die nicht in der Unterhose hängen geblieben ist. Nee, hoffe ich auch. Das wäre nicht so schön. Aber definitiv, du sagst, dass die maximal sowas anrichten können wie eine Wespe. Also ich meine, wenn man Allergiker ist, dann hat man ja sowieso ein Problem. Aber so grundsätzlich, ich meine, ich wurde auch in den ganzen Jahren noch nie gebissen. Also wenn man mit denen vernünftig umgeht, dann wird man nicht gebissen. Und wenn man nett zu denen ist, dann sind die auch zu dir nett. Ja, man muss halt wissen, wie Spinnen so ticken und wie die reagieren. Und dann kann man das schon ein bisschen einschätzen. Haben Spinnen? Haben Vogelspinnen? Du bist Biologe, du kannst das mir beantworten. Na, hoffe ich. Ja, mit Sicherheit. Haben die ein Gehirn? Die haben schon so eine Art Gehirn. Also die Insekten haben sowas Ähnliches. Ja, also es ist nicht vergleichbar mit unserem Gehirn. Das haben die ein Herz, ein kleines Herz? Sowas in der Art haben die. Es sind baugleiche Teile, also es erfüllt schon die gleiche Funktion wie bei uns Menschen, aber es ist halt schon anders gebaut. Man kann es nicht wie ein menschliches Herz vorstellen. Ja. Haben die Augen? Ja. Das schon. Und können die wie viel? Acht Augen? Acht. Mhm. Super. Ja, manche kann man ja neidisch drauf. Von Art zu Art, aber so in der Regel, ja. Und können, sofern man das weiß als Wissenschaftler, als Forscher, können die richtig sehen oder nur hell und dunkel unterscheiden? Das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Es gibt auch da wieder verschiedene Augentypen bei den Spinnen und ich bin mir nicht sicher. Also ich habe mal was gelesen davon, dass die teilweise Augen haben, speziell fürs Tageslicht und dann wieder für die Nacht. Aber welche Spinne jetzt genau welche Sichtweisen hat, weiß ich nicht gerade. Und wenn die schlafen, machen die Augen zu? Ich bin mir gar nicht sicher, ob die schlafen. Ich glaube, die sind ständig in Lauerstellung und niedrig eingestellt. Dösen immer so ein bisschen rum. Genau so wahrscheinlich. Ja. Aber wenn ich die jetzt so beobachte, die bewegen sich dann kaum. Ja, und dann schmeiße ich da eine Heuschrecke hin und plötzlich springen die da so dermaßen drauf. Mhm. Deswegen ist es schon echt schwer zu sagen, ob die mal schlafen. Also am liebsten Heuschrecken. Ja, Heuschrecken. Man könnte sie auch mit Babymäusen und sowas alles füttern, aber die brauchen es nicht unbedingt. Ja. Und dann lasse ich das auch. Und Wasser ab und zu ein bisschen, sicher. Ja, ne? Also da muss man schon drauf achten. Wasser ist sogar wichtiger als Futter. Die können länger ohne Futter auskommen als ohne Wasser, weil einfach der Hinterleib wie so ein Schwamm ist, wie so ein Naturschwamm. Mhm. Wenn er richtig austrocknet, dann zerbröselt er so und so. Ähnlich ist es auch mit deren Hinterleib. Was wir alles lernen hier heute Nacht. Ne? Dennis, du wirst Biologe werden und auswandern nach Australien. Ja, ich werde Biolehrer. Ne? Achso, Biolehrer. Ja, in Australien. Bio und Englisch habe ich. Und ich habe halt die Liebe zu Australien entdeckt und möchte unbedingt da auswandern. Deswegen war ich auch letztes Jahr 9 Monate da. Mhm. Und möchte jetzt dann da weg. Und in welche Stadt oder welche Region soll es gehen? Bitte was? In welche Stadt oder welche das Region? Ist mir egal, Hauptsache Australien. Also wenn ich auch irgendwo im Busch lande oder so,
Das wäre mir egal. Hauptsache Australien, und wenn ich dann irgendwann da mal für länger bleiben kann, dann kann ich ja hinziehen, wo ich möchte. Sind denn die Aussichten, dass man so als Deutscher und als Biologielehrer kriegt man eine Chance? Kann man dorthin gehen, auswandern? Ich gehe davon aus, ja. Also ich, die brauchen definitiv ganz viele Lehrer, und jetzt habe ich mit meiner Kombi wahrscheinlich noch Glück mit Bio und Englisch. Ja. Ich könnte ja dann auch Deutsch unterrichten, wenn ich irgendwie in einer Privatschule gehe. Zum Beispiel, ja. Und als ich da war, wurden da wirklich Lehrer gesucht, und ich denke schon, dass ich eine gute Chance habe. Ansonsten habe ich eine Freundin, die mich heiratet. Also, ein toller Plan, ein tolles Vorhaben. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Danke. Und wenn du in Australien bist, kannst du uns ja auch hören übers Internet. Okay, ich werde euch eine Karte schreiben. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns. Dennis, alles Gute. Tschüss. Ja, danke, bis dann. Tschüss. Tschüss. Conny begrüße ich herzlich. Und Conny ist wie alt? 53. Guten Morgen, Conny. Ja, guten Morgen. Hallo, Conny. Ich bin die Conny, ja. Ja, die Conny. Ich fand den Beitrag jetzt schon mal ganz andersartig, unheimlich interessant, Herr Vorredner jetzt, mit seinen Spinnen. Genau. Ich habe eine Kornnatter, die ist 16 Jahre, und da waren so ganz viele Dinge, die mich fasziniert haben. Ja. Weil da kenne ich mich auch aus. Ja, jetzt zu meinem Thema. Ja. Oder eigentlich rufe ich auch an, weil mein Thema ist mir was ganz Wichtiges. Ja. Es geht zwar um die Geschichte hier, eine besondere... Genau, das Thema heißt, ich mache etwas Außergewöhnliches. Ja. Mhm. Gut, für mich ist das Besondere, ich habe in meinem Leben vieles Besonderes gemacht, aber nun ist es was ganz Wichtiges, weil ich eben schon 53 bin und irgendwie von einem gewissen Lebensstress auch wegkommen will. Ich war Künstlerin lange Zeit, 18 Jahre lang, und damit konntest du nicht leben und nicht sterben. Was für eine Künstlerin? Was hast du gemacht? Ich habe ganz vieles gemacht, ganz viele verschiedene Techniken und ganz alte Techniken. Also gemalt oder was? Gemalt. Kupfer, Tiefdruck, ganz alte Techniken, die heute kaum noch bekannt waren. Mhm. Nur davon kann man nicht leben und sterben. Und dann habe ich einen Tierladen aufgemacht, wollte die Kunst nebenbei machen, aber es geht nicht alles zusammen, und mit der Zeit habe ich dann in diesem meinem Tierzubehörladen Aquaristik aufgebaut, weil ich da ein Händchen für hatte, und zig Aquarien und Fischzucht, also Warmwasserfischzucht. War das eine Etappe oder machst du das jetzt auch noch im Moment? Ich mache das noch, nur es sind dann Fressnäpfe rechts und links dazugekommen, und dann stinkt der kleine Laden ab. Ne? Was ist dazugekommen, rechts und links? Ja, rechts und links. Hm? Ich habe nicht verstanden. Was ist dazugekommen? Fressnapf ist eine Kette. Diese Ketten machen die kleinen Läden kaputt. Ich bin im Grunde genommen ein Laden fürs Tier. Verstehe. Was machst du also jetzt Besonderes? Und das Besondere war dann vor vielen Monaten, dass ich eine Erfindung gemacht habe oder erforscht habe, inzwischen patentiert habe, ein Miniaturbiotop mit Pflanzen und Garnelen, und also wirklich ein kleines Mini-Aquarium, das man nur ins Licht stellen muss, unter den und den Angaben, das ohne jegliche Pflege funktioniert. Das heißt, da ist ein Stopfen obendrauf. Wie groß ist es? Das ist, hat 1,5 Liter, hat einen ganz langen Hals, unten einen Bauch. Diese Flasche nennt sich Tulipano. Das ist eine ganz wunderschöne Flasche, ein großer Bauch. Ja. Also sagen wir mal... Also ein Liter ist ja nur... 1,5 Liter. Das ist nicht viel. Mhm. Und da ist eine lebende Garnele drin. Da sind mehrere lebende Garnelen drin. Und Pflanzen. Die kann man, die leben, ohne dass man sie betreuen muss? Ja. Also das Geniale daran ist, und die Zusammensetzung des Inhalts, da musste ich halt lange experimentieren, dass die Pflanzen brauchen Licht und spenden Sauerstoff dadurch, also Photosynthese. Ne? Die Garnelen verbrauchen den Sauerstoff, bieten dadurch die Photosynthese bilden sich Algen, davon ernähren sich die Garnelen. Die Abfallstoffe der Garnelen werden wieder von den Pflanzen aufgenommen, und es sind natürlich Mikro... Hast du einen ganz genialen Kreislauf, hast du entdeckt, und... Gut, ich hatte eine kleine Anleitung, das war aber was ganz anderes. Ja. Sagen wir mal so, das Spannende war, ich habe das irgendwann angefangen, auch in der Notsituation. Ich bin ja hier bei Domian, ne? Mein Mann war fast erblindet, war lange in der Klinik, und ich habe mit meinen Aquarien ganz viel
ganz viel inneres Verhältnis auch. Und ich habe irgendwann gedacht, jetzt probierst du mal, was du mit diesen geliebten Garnelen, die du hast. Okay, also du hast was ganz Besonderes jetzt erfunden. Nämlich, dass man das nicht pflegen muss. Man muss sie nicht füttern, man muss sie nicht sauber machen. Man kann es sich so kaufen und hinstellen und es sieht schön aus und man hat Freude daran. Und das ist patentiert auch, hast du gesagt. Ja. Kannst du denn damit jetzt Kohle machen? Ja, darum geht's jetzt. Das muss ich dann. Also das ist nicht mein Anlass, dass ich hier bei euch jetzt anrufe, bei dir. Ich sehe dich oft und gern, wenn ich Zeit habe. Ja. Nur das ist was für mich was ganz Besonderes, weil es war mir ganz klar geworden, wenn ich daraus irgendwann mal was machen will, weil ich bin nicht mehr so jung und ich habe auch keine Rente zu erwarten, im Grunde genommen, ich bin immer selbstständig gewesen, dann muss ich das patentieren lassen, damit ich daraus irgendwann mal irgendeinen Gewinn erziele, und zwar in dem Sinne auch, dass ich eine Lizenz vergebe oder wie auch immer. Ne? Das ist aber bisher noch nicht passiert. Nein, das ist alles, das dauert ewig lang. Das heißt, du brauchst... Was piepst da? Hallo? Herr Conny? Es hat Conny wahrscheinlich irgendeinen falschen Knopf gedrückt und Leitung bitte halten. Dann trennen wir das jetzt mal leider Gottes. Naja, also Conny hat auf jeden Fall erzählt, was sie Tolles erfunden hat, und wir wünschen ihr viel Erfolg, dass sie vielleicht ein großes Industrieunternehmen findet, die das auch im großen Stil vermarkten, weil es klingt ja wirklich interessant und sehr schön, wenn man sich nicht drum kümmern muss. Man stellt das Ding dahin und hat seine optische Freude daran. Also, wir machen weiter mit dem Andreas. Und Andreas ist 39. Hallo Andreas. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, was machst du Besonderes? Tja, ich mache Gartenzwerge. Ach, guck an, du machst Gartenzwerge. Ich habe nicht erschrecken, das ist gar nicht so schlimm, wie es sich anhört. Nein, ich habe gar nichts gegen Gartenzwerge. Also ich weiß gar nicht, was die Leute mal haben. Das sieht doch lustig aus. Ja, ich finde es auch skurril, warum viele Leute was gegen Gartenzwerge haben, zumal es ja inzwischen modernere gibt. Lass mich raten, du machst schweinische Gartenzwerge. Makabere, schweinische, aber auch ganz konventionelle, klassische, also alles. Also fangen wir mal bei der ernsten Seite an. Was sind makabere Gartenzwerge? Makabere sind zum Beispiel ein Zwerg, der Suizid begangen hat, inklusive Holzgalgen. Das ist also für den Zwergenhasser so das absolute Accessoire. Ja. Dann Zwerg des Todes mit Sense in der Hand, ohne Augen, Blut im Mundwinkel. Das sind so, sagen wir mal, so die skurrilen Dinge. Oder jetzt ganz neu, ein Zwerg als Henker mit einem Kopf eines anderen Zwerges in der Hand. Wer kauft denn sowas? Interessanterweise ist das für mich so der Hauptabsatzbereich. Ach, hast du es denn irgendwo schon mal in einem Garten entdeckt? In einem schön geordneten Vorgarten, dass da ein Nein, also viele von diesen skurrilen Modellen, die kommen nicht in den Garten, die kommen ins Haus. Sagst du, aber man dürfte sie auch in den Garten stellen. Natürlich, ja. Juristisch gibt es kein Problem. Nein, man weiß es nicht. Wenn man zum Beispiel das ethisch-moralische Empfinden der Nachbarn dadurch verletzt, ne? Könnte ja sein. Das könnte sein, da muss man eben hinter die Fensterscheibe stellen, weil der Wohnraum des Menschen ist geschützt. Stimmt, und dann ist es wiederum juristisch unverfänglich. Ja. Aber ich sage jetzt nur mal so am Rande, diese makabren Modelle, die kommen wirklich selten in den Garten. Also die Leute stellen sich das ins Haus als Blickfang, als Gag, als Joke. Wenn Besuch kommt und da hängt ein Zwerg am Galgen in der... Das ist schon ein bisschen skurril. Das ist schon makaber, aber es gibt hier eben Leute, die sowas mögen, und das ist ehrlich gesagt auch der größere Anteil. Und du entwirfst die? Und beides. Und produzierst die auch? Beides, ja. Ach, beides? Ja. Ah, ja. Also das heißt, die kann man gar nicht im Geschäft kaufen, die muss man dann irgendwie über dich direkt beziehen, oder wie geht das? Übers Internet. Übers Internet, ja. Unter Zwergenpower ist das einfach zu finden. Ja, ja. Und das sind eben Modelle, die man im freien Handel auch nicht anbieten kann. Ich habe es auf Messen probiert, früher, wie ich das noch als Hobby betrieben hatte. Ja. Und es gab, die älteren Damen, die waren von Messer im Rücken, Zwerg mit Messer im Rücken. Geht doch nicht, wenn das die Kinder sehen. Die Kinder fanden es klasse, die haben das Messer rausgenommen und mitgeklaut. Ja, weg war's. Also Kinder hatten da kein Problem, aber die älteren Leute hatten da schon ein Problem. Aber du lebst mittlerweile davon. Ja, aber auch, sagen wir mal, erst durchs Internet. Also vorher war es, wie die Dame vorher schon sagte, Kunst ist relativ. Ja. Davon zu leben, ist die größte Kunst. Und verkaufst du die in die ganze Welt? Ja, inzwischen ja. Also du machst den normalen Gartenzwerg, so wie wir ihn kennen. Richtig, mit Schubkarre oder Laterne oder Angler. Wahrscheinlich ist es dann aber günstiger, den irgendwo in einem Baumarkt zu kaufen. Wenn man ihn noch bekommt, ja. Also, wenn man ihn noch bekommt. Es ist unheimlich schwierig, in Baumärkten noch an Gartenzwerge zu kommen, weil es für die einfach kein Produkt ist, für Quadratmeter zur Verfügung zu stellen. Achso, besteht gar nicht mehr so eine große Nachfrage nach dem klassischen Gartenzwerg?
nicht mehr so, wobei die Kunden eben, die halt hier anrufen, die sagen dann, ja, im Baumarkt habe ich keinen gekriegt, was mache ich denn jetzt? Ach so. Aha. Also daher ist halt das Internet ein Synergieeffekt, Baumärkte werfen das Produkt raus, ja, und andere können davon wieder ein bisschen leben. Ich habe so für mich auch das Gefühl, dass die Boomzeit, die war vielleicht so vor 10, 20 Jahren, wenn man so durch die Vororte ging und in die Gärten guckte. Heute sieht man das in der Tat nicht mehr so viel und so oft. Ja. Ist so mein persönliches Empfinden, vielleicht täusche ich mich. Nee, das betrifft den klassischen Zwerg, der ist schon auf dem rücklaufenden Ast. Ja. Den gibt es jetzt schon seit 135 Jahren, immerhin den Gartenzwerg. Ja. Es gibt auch Sammler und so weiter, aber eben dieses Moderne, dieses Ausgefallene, ob das Zwerge sind, die beim Poppen sind oder... Okay, kommen wir mal auf den schweinischen Bereich. Ja. Also, sind das pornografische Darstellungen? Auch. Natürlich, auch. Natürlich. Natürlich. Ja, nee, ich habe auch jetzt ein Zwergenpärchen entwickelt, also zwei männliche Zwerge, die jetzt gerade einen... Oralverkehr. Wollen wir mal kurz husten. Bleibt's. Ja, also wie gesagt, das sind eben Dinge, da ist aber auch ein Interesse da für, von jüngeren Leuten, also nicht nur die Eltern. Ja, das glaube ich schon, das ist, ja, da das trifft. Das ist halt so ein originelles Produkt, wo man dann sagt, huch, ach, das stelle ich mir daheim hin, das ist lustig. Aber jetzt nochmal die Frage nach der juristischen Seite. Wenn du in einen Vorgarten einen Gartenzwerg stellst in pornografischer Pose, ja. Könnte das doch Ärger geben, ne? Wenn die Nachbarn das sehen können? Vom Grundsatz ja. Es gibt auch entsprechende Urteile. Es gibt ja den Zwerg mit dem Stinkefinger, also Effenbergfinger. Mhm. Und der wurde ja auch mehrfach von verschiedenen Oberlandesgerichten sogar behandelt, dieser Vorgang. Und es wurde eben dann juristisch humorvoll gehandhabt, der Zwerg soll bitte rumgedreht werden, dass der Nachbar nur die Rückseite erkennen kann. Ach so. Und dann durfte der Zwerg stehen bleiben. Also die Juristerei tut sich da auch ein wenig schwer, wirklich irgendwie Sinn drin zu sehen. Das ist schon wieder absurd, wenn man sich vorstellt, mit was unsere Gerichte sich beschäftigen. Ne? Mit Gartenzwergen, die einen Stinkefinger zeigen. Zum Beispiel, genau. Ja, das ist schon absurd. Das ist ja noch ein ganz humaner. Das ist nur ganz normal. Also es geht dann schon in die Hardcore-Nische rein, wie du es gerade beschrieben hast. Wie ist so der Absatz? Sind die am meisten gefragt oder die Makabren am meisten gefragt? Also mehr gefragt sind schon die etwas vulgären. Die vulgären? Ja. Und dann aber dicht gefolgt von Makaber. Also ja. Wie gesagt, mit Messer oder Hangen oder mit Beil im Kopf, ja. Pfeil im Bauch, das sind eben Dinge, die dann direkt nach dem Vulgären schon... Gibt es noch eine Kategorie neben dem normalen Gartenzwerg dann? Nee, das doch, sind die Wunschzwerge. Die Wunschzwerge? Also, wenn man eben sagt, ich hätte gern Domian... Als Gartenzwerg. Thematisch umgesetzt. Also was? Jetzt nicht unbedingt nachmodelliert vom Gesicht, ja, aber thematisch als Redakteur mit Kopfhörer, mit Kugelschreiber in der Hand, ja, Ring am Finger und gestreiftes Hemd. Das wäre doch mal eine Idee. Ja, und das sind eben Dinge, das mögen die Leute halt zum Verschenken sehr, sehr gerne. Und das sind dann auch Einzelstücke. Das ist ja lustig. Das heißt, da rufen nicht schon mal Leute an, die einen Menschen zum Geburtstag überraschen wollen und wollen den so in seinem typischen Outfit als Gartenzwerg dargestellt haben. Also das ist mit großem Abstand sogar eigentlich die Ursprungsidee gewesen und auch inzwischen wieder kommend. Ja, was kostet denn, wenn man genau sowas jetzt in Auftrag geben würde? Mich als Moderator mit Kopfhörer und so, was würde das kosten? Also ich sage mal 30 Zentimeter Gesamtgröße, ja? 60, 70 Euro. Ja, wie lange arbeitest du daran? 3, 4 Stunden. Ja. Weil die Accessoires, wie jetzt eben Kopfhörer, gibt es ja nicht fertig. Nee, das musst du modellieren, ne? Genau. Aus was modellierst du das dann? Teilweise aus Terrakotta. Ja. Bei Kopfhörern würde ich natürlich mit Draht arbeiten, wegen der Flexibilität vom Material her. Ja. Holz natürlich. Holz ist ein ganz starkes Material, wo ich oft verwenden muss, dann eben um Accessoires nachzubilden. Aber die Dinger sind dann so doch schon so robust, dass man sie durchaus ja auch in den Garten stellen könnte. Ja, natürlich. Oder also auf dem Balkon oder sowas. Wetterfest auf jeden Fall. Ja. Und auch eben beweglich, dass man sie auch benutzen kann, ohne dass was abbricht oder gleich zerbröselt. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dich mit so etwas zu beschäftigen? Ja, ich habe im Baumarkt gelernt. Ach so. War dann 10 Jahre im Verkaufsaußendienst. Ja. Und habe dann irgendwann gesagt, es gibt im Baumarkt nur die klassischen Zwerge. Rote Mütze, grüne Jacke, blaue Hose. Und da geht mehr. Und da habe ich mit Strass angefangen, mit Bändern, mit Stoffen zu arbeiten. Und das im Bekanntenkreis war das ein Riesenhallo. Und dann kamen Berufsarten dazu. Verstehe. Ja, und so hat sich das entwickelt. Und so läuft es und es läuft auch gut? Ja, fast 20 Jahre jetzt. Das war 20 Jahre schon? Ja, 20 Jahre schon. Mühsamer Weg.
Mann, oh Mann. Andreas, die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Ich danke auch dir für den Anruf. Gerne. Und fand es auch sehr interessant und wünsche dir weiterhin viel Erfolg, ja, und noch gute Ideen für Gartenzwerge. Gerne und toi 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 für die gute Sendung. Dankeschön, Andreas. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Volker Thake. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer offenen und freien Themensendung. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder rund um die Uhr mailen. Ich wünsche euch.